Hallo und herzlich willkommen bei Turnon. Ich bin der Jens und nutze seit Ewigkeiten Google Maps. Jetzt habe ich aber ein iPhone, also wollte ich mir auch mal Apple Karten anschauen. Und im Test war das irgendwie ganz interessant, mit Moped durch die Gegend fahren, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Also dachte ich mir, wir machen jetzt mal hier für Turnon direkt einen Vergleich. Google Maps gegen Apple Karten. Also raus. So, wir sind jetzt draußen, wir machen den Test. Ich habe hier einmal Google Maps und einmal Apple Maps. Wir laufen jetzt mal mit Apple Maps den Weg zum Goldbeck-Haus und schauen, der zeigt mir schon unterschiedliche Wege an. 8 Minuten für 600 Meter. Und dann schauen wir mal, was schneller ist. So. Gut am Goldbeck-Haus angekommen. Google Maps sowie Apple Karten haben jeweils für diese 600 Meter Strecke unterschiedliche Zeiten und Strecken angezeigt. Woran liegt das genau im Detail? Das besprechen wir jetzt nochmal in Ruhe. Ganz in Ruhe. Was ist denn hier los in Hamburg? Meine Güte. Kommen wir mal zu den grundlegenden Sachen. Womit kann man Apple Maps nutzen? Mit einem iPhone, mit einer Apple Watch, mit einem iPad, wenn man das dann alles installiert hat. Und dann hört es aber irgendwie auch schon auf. Bei Google Maps sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ihr könnt es im Browser-Test nutzen, ihr könnt das auf einer Android Watch mitnutzen, also auch mit der roten Funktion auf jeglichen Android-Smartphones, auch wenn sie ein bisschen älter sind. Es gibt eine Lite-Variante, da kann man schon sagen, es gibt da schon den ersten groben Unterschied. Denn wenn ihr unbedingt Apple Maps nutzen oder Apple Karten nutzen wollt, dann braucht ihr ein iPhone. Google Maps kann man überall nutzen, bei iOS und bei Android. Aber woher kommen jetzt diese genauen Daten, die wir eben jetzt in diesem kleinen minimalen Test gesehen haben? Das ist ein bisschen schwierig. Dadurch, dass Google überall die Daten aufnimmt und überall die Daten drauf hat und sie überall her beziehen kann, also die Daten, mit denen ihr durch die Gegend lauft, können sie einen akkurateren und schnelleren und besseren Weg zur Verfügung stellen. Das heißt also, die optimale Routengeschichte bekommt ihr, weil ihr eure Daten oder bei alle anderen Android-Smartphones ihre Daten hergeben. Bei Apple-Karten sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da arbeiten sie überwiegend mit den Daten von Apple-Nutzern, also von einem iPhone oder einem iPad, wie wir es gerade schon hatten, und von TomTom. Und das war's. Mehr Daten gibt es da nicht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf einer Autobahn sind und da entsteht kurzfristig ein Stau, dann erkennt Google anhand der Android-Smartphones und der Geräte, die Google Maps nutzen, normalerweise würden hier die Autos immer langfahren und sich abwechseln, jetzt stehen die aber alle an einem Punkt, da muss irgendwas sein, also Staugefahr oder direkten Stau. Und je mehr Daten sich sammeln, desto akkurater sind sie. Daher die genauen Daten. Jetzt gibt es Apple Maps, aber schon seit 2012. Was hat sich denn in der Zeit alles getan? Ihr könnt euch eine schöne 3D-Ansicht anmachen und genau sehen, wie das Haus aussieht, wie die Straße aussieht, in der ihr lang müsst und so. Das funktioniert ziemlich gut. Ihr habt die Möglichkeit, den ÖPNV in Berlin zu nutzen. Ihr habt eine ziemlich genaue Anzeige, welche Straßen gesperrt sind und so. Also die Verkehrslage ist ganz nett. Und es wird als Standard-App innerhalb von iOS genutzt. Das heißt, wenn ihr im iOS-Kalender seid und dann auf eine Adresse drückt, dann seid ihr direkt in Apple-Karten. Die App an sich ist sehr flüssig, sehr direkt, sehr genau. Das funktioniert alles ziemlich gut, wie das halt innerhalb von iOS eigentlich auch sein sollte. Ihr habt nur den ÖPNV in Berlin, keinen anderen. Hier in Hamburg zum Beispiel ist das alles nicht möglich. Da braucht ihr externe Apps für. Ihr habt nicht die Möglichkeit, euch den Kartenbereich, den ihr immer nutzt, einfach offline herunterzuladen und den auch ohne Internet nutzen zu können. Ihr habt auch Points of Interest, also POIs, die relativ aktuell sind. Da habe ich bisher gutes Feedback auch von anderen Kollegen gehört. Das soll alles ziemlich aktuell sein. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was bei Google so möglich ist, also ihr könnt Apple-Karten immer noch auch mit der Apple Watch nutzen. Ja, ihr macht eine Route an und dann fahrt ihr einfach in die Richtung, packt das Telefon weg, hier so an die Seite, und das
die Apple Watch fängt dann an, in der Richtung zu vibrieren, in die ihr fahren müsst. Also ihr fahrt jetzt so mit dem Fahrrad und dann vibriert das nach links, das fühlt man dann am Handgelenk und ihr wisst, okay, die nächste Station jetzt nach links oder nach rechts oder wie auch immer. Das funktioniert alles ziemlich flawless, ziemlich nahtlos und ihr habt auch die Möglichkeit, hier noch so einen Kompass zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr lauft und nachguckt, wo muss ich jetzt lang, okay, in die Richtung, dann funktioniert das ziemlich gut. Das ist der Bereich, der Feature-Bereich, den ich aktuell bei Apple Karten sehe. Und jetzt kommen wir zu Google Maps. Und das ist ein bisschen krass im Vergleich. Ihr habt fast überall den ÖPNV mit drin. Ihr habt Fahrradwege mit drin, die es zum Beispiel nicht bei Apple Karten gibt. Ihr habt die Möglichkeit, mehrere Megabyte an Daten, hunderte Megabyte an Daten, Kartenmaterial herunterzuladen. Ihr könnt Bereiche oder ganze Länder einfach absichern. Wenn ihr sagt, ihr fahrt jetzt nach Brasilien und wollt da in bestimmten Bereichen Urlaub machen und euch durch die Gegend fahren, könnt ihr einen riesigen Kartenbereich direkt runterladen und habt ihn parat. Seit vielen, vielen, vielen Jahren gibt es Google Maps und ihr habt die Möglichkeit, Rezensionen, Bewertungen und sonstiges innerhalb von Google Maps und nicht nur von Yelp und Co., wie es bei Google, bei Apple ist, einzusehen, selber zu bewerten, aktuelle Daten einzusehen, Öffnungszeiten einzusehen, auch wie oft die Person oder wie oft zum Beispiel in einem Fitnesscenter gerade trainiert wird, ob das wenig ist oder viel ist. Ich gehe meistens morgens oder sehr spät abends, weil da wenig Leute im Center sind. Das ist super praktisch, das direkt in Google Maps einzusehen. Man verwechselt das. Google Maps, Apple Karten, bah. Der Feature-Umfang innerhalb von Google ist massiv besser als das, was ich aktuell innerhalb von Apple Maps nutzen kann. Apple Karten, ihr wisst schon. Kommen wir zum fast letzten Thema, der Datenschutz. Oh, schwieriges und großes Problem. Google Maps funktioniert besonders gut, weil all eure Daten mit Google getauscht werden, geteilt werden und dieser ganze Datenpool dafür genutzt wird, um anzuzeigen, wo ist gerade was los? Wie ist es gerade los? Wir hatten das Thema gerade bei der Genauigkeit oder bei den ganzen Daten. Das Problem ist, Google ist ja auch ein Unternehmen, das durch eure Standorte und durch eure Interessen euch Werbung genauer anzeigen kann. Das ist relativ praktisch, wenn sie gut angezeigt wird, weil einem auch nur das angezeigt wird, was man eigentlich benötigt oder woran man Interesse hat, in der Theorie. Aber das ist halt auch datentechnisch ein bisschen fragwürdig, weil du nicht genau kontrollieren kannst, welche Daten weitergegeben werden. Und Google nutzt an sich alles, was ihr nutzt, was ihr verwendet, wo ihr langlauft, was ihr gesehen habt, wo ihr stehen bleibt. Wenn ihr an einem Laden vorbeilauft und länger an diesem Laden stehen bleibt und dann weitergeht, dann merkt sich das Google, beziehungsweise Google Maps in dem Fall, und kann diese Daten weitergeben und sagen, ey, der Nutzer ist an diesem Geschäft stehen geblieben, vielleicht interessiert ihn mehr davon. Kann vorteilhaft sein, muss auch jeder Nutzer für sich selber entscheiden. Innerhalb von Google, innerhalb von dem ganzen Google-Dienst und auch Google Maps könnt ihr aber diese Standortfreigabe, diese ganze Nutzerdatenfreigabe aber auch ausschalten. Die Option habt ihr. Bei Apple ist es so, dass sie sehr hohen Wert, zumindest deren Aussage, sehr hohen Wert auf Datenschutz legen. Also das macht Google auch, man gibt halt nur mehr Daten weiter. Bei Apple bleiben diese ganzen Daten auf dem Gerät und innerhalb des Apple-Kosmos und nur ganz, ganz wenige, welche genau, wird nicht genau gesagt, ganz wenige Daten werden weitergegeben an andere Apps, an andere Unternehmen, sodass der Großteil eurer Daten wirklich auch privat bleibt. Aber ihr merkt schon, der große Vorteil von Google Maps, nämlich, dass man unfassbar viele Sachen sieht und sehr genau ist und sehr, sehr, sehr akkurat einfach bleiben kann und auch sehr schnell ist. Genau dieser Vorteil fehlt hier, weil eben auch nicht so viele Daten geteilt werden. Es ist also ein Pro und Contra und so wirklich problematisch sehe ich das eigentlich nicht, weil man wirklich selber entscheiden kann, welchen Dienst man nutzt. Kommen wir zum Fazit. Was ist das Fazit? Gar nicht so uneindeutig eigentlich. Ich bin mit dem Motorroller unterwegs, ihr kennt das mit dem Neo NGT durch Berlin und macht die Navigation an, da fällt einem das nicht so wirklich auf. Innerhalb von Berlin kann man eh fast alles nutzen, innerhalb von Apple Karten. Wenn man aber sich für dieses Video jetzt hier hinsetzt und sich mal genau anschaut, was geht und was geht nicht innerhalb von Google Maps und Apple Karten, dann ist das ein bisschen erschreckend, wie langsam es sich innerhalb von
Apple in den letzten 6, 7 Jahren entwickelt hat. Klar, sie sind sehr viel besser geworden zum Anfang, als man teilweise noch in Straßen reingefahren ist, die es nicht gab, oder Straßen einfach irgendwo im Nichts geendet sind. Da sind sie schon einen guten Sprung gemacht, aber das erwartet man auch von einem Unternehmen wie Apple. Alles, was ich in den letzten Jahren auch an Daten gesammelt habe, also wo ich überall war, teilweise, wenn ich mein Handy irgendwo vergessen habe, kann ich in einem anderen Smartphone oder einfach am Computer innerhalb von Google Maps nachvollziehen, weil ich das alles aktiviert habe, Standortfreigabe, wo ist das Gerät, wo bin ich gewesen, für die Vergangenheit, wie bin ich wo lang gefahren, das kann ich hier alles nachvollziehen. Ich kann sagen, oh Mensch, ich war ja hier an dem und dem Ort, da gab es einen geilen Italiener, wann war denn das, wo war denn das nochmal? Auch danach kann ich hier innerhalb von von Google suchen. Ich nutze diese ganzen Features, die mir da Google auch anbietet. Auch wenn ich erst das Gefühl hatte, Apple-Karten wäre für mich das Richtige, bleibe ich doch bei Google Maps. Und ich hoffe, dass sie es hinbekommen, dass einerseits das GPS ein bisschen besser funktioniert, weil das innerhalb von einem Android-Smartphone immer noch sehr viel schneller und flüssiger funktioniert. Und dass die ganze App und diese Verbindung mit dem iPhone noch ein bisschen flüssiger läuft. Weil irgendwie will ich davon nicht weg. So, und jetzt mache ich Pause. Ich habe Hunger. Wir sind den ganzen Weg hin und her gelaufen, haben nichts gegessen. Meine Güte, ist wirklich.